So, dann nochmal willkommen zurück. Es gibt ja Speed Control Scheiben, nennen die sich. Und die sind dafür da, um den Keilriemen auf der Variomatik, sage ich jetzt mal, zu zwingen, dass der wirklich ganz weit unten an der Variohülse trägt. So. Und viele machen den Fehler, setzen diese Spacerscheiben nicht innerhalb ein, wo jetzt die Steigscheibe drauf kommt praktisch. Ja, das kommt ja so. Ich guck mal, ob ich das alles hier mit einer Hand so reguliert kriege. Ja, so. Ja, also so kommt das, wenn ihr den spacern müsst. Also so, dass der Keilriemen wirklich unten in der Vario trägt. Und wenn der ganz weit unten trägt, wandert der ja auch hinten am Wandler ein bisschen höher. Ja, nach oben. So, und dadurch habt ihr, wie soll ich sagen, der Anzug wird sich auf jeden Fall verbessern. Und wir brauchen ja hier die Kraft, weil wir ja so extreme Berge haben. Deswegen habe ich den jetzt nochmal gespacert. Ihr könnt das mit den Speed Control Scheiben aber nicht übertreiben. Also ihr dürft das nicht übertreiben. Das funktioniert nicht. Also ich würde sagen, anderthalb, 1,7 mm, da muss Schluss sein. Ja, dann passiert nämlich Folgendes. Dann wird später hier die kleine Lüfterscheibe, die schleift euch dann am Gehäuse. Ja, weil es wandert alles weiter raus Richtung Vario-Deckel. So, und dadurch kriegt ihr mehr Probleme, wenn ihr das übertreibt. Also wie gesagt, wenn ihr spacern wollt, macht das innerhalb der Variomatik mit den Speed-Control-Scheiben und dann ist alles gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.